Ich bin so überrascht. Ihr wart 2 Stunden in der Kirche und hattet erwartet, hier draußen den Himmel zu sehen. Aber hier ist kein Himmel. Ihr seid immer noch mit Schwester. Warum kommen Sie nicht mal im Tempel vorbei? Kommen Sie zum Tempel um 2 Uhr. Sie werden die Wahrheit hören. Hört die Wahrheit über die Schwarzen. Nein, Sie können es nicht leugnen. Sie lagen die letzten 2 Stunden auf den Knien. Habe ich recht? Flehten einen Gott an, der Ihnen in der Zukunft helfen möge. Aber die Zukunft ist jetzt, Bruder. Die Zukunft ist hier und heute. Lassen Sie mich kurz mit Ihnen sprechen, Bruder. Hören Sie mir zu. Ich weiß, dass Sie ein kluger Mann sind. Sie sind gut gekleidet, sehen gut aus. Und Sie gehen jeden Tag in diese Kirche, stimmt's? Sie gehen hinein und beten zu diesem Gott. Aber ich sage Ihnen, diese sogenannten weißen Christen, sie hängen unsere schwarzen Christen an Bäumen auf, Bruder. Der Weiße hasst sie. Er predigt zwar Liebe, aber er tut überhaupt nichts für sie. Er sagt, sie sollen in Ekstase verfallen. Sie sollen ohnmächtig werden, singen, schreien und auf etwas in der Zukunft hoffen. Aber das können wir sofort haben. Wir können es sofort haben. Ja, kommen Sie um 2 Uhr zu uns. Assalamu alaikum. Richtig. Wissen Sie, was das heißt, Bruder? Ja, ja. Das heißt, Friede sei mit euch. Seht ihr? Das sind die Fragen, die ihr euch stellen müsst. Wie sind wir zu diesem Bewusstsein gekommen? Ihr seid keine Amerikaner. Ihr seid Afrikaner, die rein zufällig in Amerika sind. Ihr müsst den Unterschied begreifen lernen. Wir kamen nicht rüber auf der Mina, der Pinta oder wie auch immer sie heißen mag. Wir landeten nicht am Plymouth Rock. Plymouth Rock landete auf uns. Landete direkt auf uns. Shorty? Bist du's, Bruder? Gepriesen sei Allah. Und das ist genau das, was ich damit meine. Die Sklavenmentalität. Das Sklavengemüt. Dieser Bruder und ich, wir hatten so ein Sklavengemüt. Wir gingen gemeinsam einbrechen. Wir haben früher mit weißen Frauen geschlafen und landeten im Gefängnis. Tut nicht so, wenn ich sage, wir waren im Gefängnis, denn einige von euch sind immer noch im Gefängnis. Im Gefängnis eurer Gedanken. Steh auf, Bruder. Komm schon. Der Bruder ist ein bisschen schüchtern. Komm schon, Bruder. Schließ mich in die Arme. Ja. So ist das gut, Bruder. Ja, so ist das gut. Seht ihr, er macht sich sein Haar immer noch glatt. Das ist noch das Sklavengemüt. Ja, das ist Sklavengemüt. Großes Kompliment, Red. Das war die beste Predigershow, die ich je gehört habe. Das war keine Show, Bruder. Das war die Wahrheit. Warum kommst du nicht wieder in den Tempel und hörst mehr? Mann, ich kann mich um so eine Scheiße nicht kümmern. Bruder, du solltest deinen Verstand darauf lenken. Das bisschen, was noch übrig ist. Lass die salbungsvollen Sprüche. Ich bin es, Shorty. Okay, wir werden jetzt nach draußen gehen und... Nein, Sir. Jetzt nicht mehr. Ich bin schon seit 8 Jahren davon runter. Seit 8 Jahren? Eine lange Zeit. Du warst immer was Besonderes, Kumpel. Mein Problem ist, dass ich zu sehr auf Schweinefüße und weiße Weiber stehe. Und deshalb wird aus mir todsicher kein Muslim. Und deshalb bist du verloren, Bruder. Deshalb ist deine Seele verloren. Ich bin also heute Nachmittag weder als Republikaner hier, noch als Demokrat. Weder als Freimaurer, noch als Elk. Weder als Protestant, noch als Katholik. Weder als Christ, noch als Jude. Weder als Methodist, noch als Baptist. Genau genommen nicht mal als Amerikaner. Denn wenn ich Amerikaner wäre, würde das Problem, mit dem unser Volk konfrontiert ist, nicht existieren. Ich muss also heute als das hier stehen, was ich war, als ich geboren wurde. Nämlich als Schwarzer. Bevor es sowas gab wie einen Republikaner oder Demokraten, waren wir schwarz. Bevor es sowas gab wie einen Freimaurer oder Elk, waren wir schwarz. Bevor es sowas gab wie einen Juden oder Christen, gab es uns Schwarze bereits. Sogar bevor es so etwas gab wie Amerika, waren wir schwarz. Und wenn sich Amerika längst vom Schauplatz der Geschichte verabschiedet hat, wird es immer noch Schwarze geben. Ich werde jetzt sagen, wie es wirklich ist. In jedem Wahljahr schickt man uns Politiker, um uns zu besänftigen. Der weiße Mann schickt sie hierher, damit sie uns beruhigen sollen. Und sie tun noch etwas anderes. Sie schicken Drogen hierher nach Harlem, um uns zu beruhigen. Sie schicken Alkohol hierher, um uns zu beruhigen. Sie schicken Prostitution hierher, um uns zu beruhigen. Es gäbe nicht einmal Drogen in Harlem ohne Erlaubnis der Weißen. Es gäbe keine Prostitution in Harlem ohne Erlaubnis der Weißen. Es gäbe kein Glücksspiel in Harlem ohne Erlaubnis der Weißen. Jedes Mal, wenn ihr die Banderole der Schnapsflasche zerreißt, habt ihr es für die Regierung gemacht. Nein, ich sage es euch zum wiederholten Male, man hat euch reingelegt. Euch über den Tisch gezogen. Man hat euch angeschmiert, auf die falsche Fährte gesetzt, in die Irre geführt, euch Amok laufen lassen. Ja, das ist die Wahrheit. Manche Menschen behaupten, ich predige den Hass. Aber das ist keine Hasspredigt. Ich predige Liebe. Die Schwarzen in diesem Land sind Opfer der Gewalt der amerikanischen Rechten. Und das schon seit 400 Jahren. 400 Jahre. 400 Jahre. Und wir glaubten, indem wir diesen ignoranten Negerpredigern folgten, es wäre Gott gewollt, denen, die uns brutal behandelten, die andere Wange hinzuhalten.
100 Jahre ist es her. Da haben sie sich in weiße Laken gehüllt und Bluthunde auf uns gehetzt. Nun, heutzutage haben sie die Laken abgelegt. Einige haben sie abgelegt, denke ich. Sie haben die Laken abgelegt. Bitte, bitte. Sie haben sie abgelegt und gegen Polizeiuniformen eingetauscht. Sie haben die Bluthunde gegen Polizeihunde eingetauscht. Und genau wie der alte Onkel Tom damals zu Zeiten der Sklaverei, reden sie uns ein, dass wir uns zu fügen hätten. Ja, Brüder und Schwestern, reiht euch ein. Wer nicht auf Gewalt verzichten kann, soll nach Hause gehen. Ihr sollt eure Feinde lieben und betet für die, die uns gemein ausnutzen. Ja, es gibt diese feigen Onkel Toms, diese sogenannten Negerführer auch heute noch. Für euch und mich auszugeben versuchen. So sieht es doch aus. Wir haben hier ein Pulverfass. Und wenn man ein Pulverfass hat und es gibt zu viele Funken in der Nähe, dann wird das Ding explodieren. Und wenn das Ding, das explodieren wird, auch noch drinnen im Haus steht und dann explodiert, dann wird das ganze Haus in die Luft fliegen. Ich sage euch, das Haus wird zerstört werden. So lehrt es uns der ehrwürdige Elijah Muhammad. Doch nicht nur uns, sondern auch den Weißen will er klarmachen, dass sie dieses Pulverfass aus dem Haus schaffen sollen. Damit der Schwarze weggeht aus seinem Haus. Gebt dem Schwarzen sein eigenes Haus. Gebt dem Schwarzen sein eigenes Land und seinen eigenen Besitz. Dieses Pulverfass, diese Explosion, sein Haus zum Einsturz bringen wird. Das will er ihm sagen. Und noch etwas viel Wichtigeres. Er versucht ihm zu sagen, wenn er nichts dagegen unternimmt, wenn er den Dingen ihren Lauf lässt, dass die Explosion jeden Tag erfolgen kann. Wieso lehren Sie schwarze Vorherrschaft? Warum predigen Sie Hass? Nun wissen Sie, wenn der Weiße den Schwarzen fragt, warum er ihn hasst, dann ist das so, als würde der Wolf das Schaf fragen oder der Vergewaltiger die Vergewaltigte. Hast du mich? Der Weiße hat moralisch gesehen kein Recht, den Schwarzen wegen irgendetwas anzuklagen. Diese Frage wurde von einem Schwarzen... Wie würden Sie einen gebildeten Neger mit einem Magistergrad, einem Hochschulabschluss oder einem Doktortitel nennen? Ich werde es Ihnen sagen. Man nennt ihn einen Neger. Der weiße Mann nennt ihn einen Neger. Sehen Sie, Sie müssen diese Denkweise verstehen. Und um so einen Menschen zu verstehen, müssen Sie wissen, dass es historisch gesehen zwei Sorten von Sklaven gab. Den Hausneger und den Feldneger. Also der Hausneger, der wohnte im Haus. Gleich bei seinem Herrn im Haupthaus. Entweder im Keller oder unterm Dach. Er war gut gekleidet, aß ziemlich gut, was ihm der Herr übrig ließ. Er hat seinen Herrn geliebt. Ich würde sagen, er liebte seinen Herrn mehr, als dieser sich selbst liebte. Wenn sein Herr sagte, wir haben ein schönes Haus, dann sagte er, ja, Boss, wir haben ein schönes Haus. Und wenn das Haus seines Herrn brannte, war der Hausneger der Erste, der loslief, um es zu löschen. Und wenn der Herr krank wurde, sagte er, was ist los, Boss? Sind wir krank? Sind wir krank? Das ist die Denkweise des Hausnegers. Und wenn ein anderer Sklave zu ihm kam und sagte, lass uns abhauen, trennen wir uns doch einfach von diesem grausamen Herrn, dann sagte er, wieso? Wir können es nirgendwo besser haben. Abhauen? Ich bleibe schön hier. So verhielt sich der Hausneger. Ja, damals nannten wir ihn den Hausneger. Und so nennen wir ihn auch heute noch, denn hier laufen immer noch eine Menge Hausneger herum. Heiliger Apostel. Unsere Prediger denken, dass Malcolm zu viel Presse bekommt. Sie denken, dass er sich für die Nation of Islam hält, dass er Ambitionen hat, die Nation zu führen. Sie haben Malcolm zu dem gemacht, was er ist. Sie haben ihn aus der Finsternis geholt. Bruder Malcolm! Ja! Ja, eine Sekunde, wartet. Ja, Sir, es ist alles in Ordnung. Mein Bruder, wie geht es Ihnen? Darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Sind Sie Elijahs Kuppler? Moment, Sekunde bitte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was sagen Sie da, Bruder? Seine wahre Größe. Sprechen Sie ruhig weiter. Wenn Sie es nicht wissen, Mann, tun Sie mir schrecklich leid. Kommen Sie, Bruder. Hören Sie, ich sage Nein, Ihnen... Nein, ich sage Ihnen... Sie müssen sich von denen lossagen! Steigen Sie aus, bevor es zu spät ist! Nein! Ist schon gut. Ja, ist schon gut.